willkommen zurück zu Space Marine 2. Wir wollen mal unsere Mission fortführen. Mal gucken, wo der letzte Checkpoint war. Ich hoffe ja da an dem Tor, was ich jetzt gerade zuletzt geöffnet hatte. Wir müssen einen Verteidigungsperimeter errichten. Meine Truppen sind in Verteidigungsposition. Sie halten die Stellung. Die Feinde werden versuchen, die Mauern zu erklimmen. Das darf nicht passieren. Ich werde es nicht zulassen. Ultramarines. Das hilft uns. Die Nordwand ist durchbrochen! Konzentriertes Feuer! Zögert nicht! Muss nach, holt sie von der Mauer! Eine gut platzierte Granate sollte genügen! Das wieder los hier. Ich zeige euch, was los ist. Erwischt. Den Weg frei. Leutnant, die Orbitalkanonen funktionieren, aber das Zielsystem hat eine Störung. Es muss manuell zurückgesetzt werden. Verstanden. Brüder, beeilen wir uns. Ja, schlagt sie zurück. Ja, rein. Aufgefüllt. Da. Ausrüstung gefunden. Helft, wo ihr könnt, aber beeilt euch. Das Zielsystem hat oberste Priorität. Ja, mein Lord. Aufgefüllt. Plasma.
diese Maschinengeister! Beschütze ihre heiligen Mechanismen, aber lass ihre Daten verloren gehen! Die Geheimnisse, die wir vom Adeptus Mechanicus ihnen entlockt haben, ich wünschte, wir hätten nie von ihnen erfahren! Lass das Bevorstehende schnell vergehen! Bitte, gütiger Maschinengott, lass den Manufaktor Principalis nicht von all dem erfahren, was wir gefunden haben! Major Kana, wir haben das Zielsystem fast erreicht. Sie müssen die Paneele der Satellitenschüssel manuell aufrichten. Wir kümmern uns darum. Major, ich sehe die Mechanismen. Einen Moment. Dieser üble Tag wurde gerade sehr... Seien Sie vorsichtig. Die Tyranniden haben Sie bemerkt. Sollen Sie nur kommen. Haltet Sie mir vom Leib, während ich das erledige. Einer geschafft. Na. Geschafft! Jetzt zum nächsten! Ungeziefer vernichtet! Wechselmagazin! Setze Fragmentgranate ein!
mich erholen. Na. Scheiße. Oder macht ihr das auch? Nee. Wir sind fertig. Major, die Gargoyles wollen zur Antenne. Sie wollen das Zielsystem zerstören. Hindern Sie daran. Hier kommt das geflügelte Ungeziefer. Schützt die Antenne! Lade nach. Na, Ruhe. Vitalwerte. Ich hab die falsche Taste genommen. Nachschub. Mehr Gargoyles auf dem Weg zur Antenne. Sporenminen. Nehme Ausrüstung. Der Feind hat die Antenne beschädigt. Der Feind hat es auf die Antenne abgesehen. Tötet sie alle! Was kommt mal los? Wechselmagazin. Beschädigt.
Na, komm mit. Sie lernen niemals. Wir müssen sie aufhalten. Munition mehr. Munition gesichert. Berater, schütze uns. Mein Lord, die Antenne ist schwer beschädigt. Vielen Dank, Bruder. Leer. Nachschub. Die Kanonen sind bereit. Nutzen Sie das Terminal zum Ziel. Ziele erfasst. Endlich werden wir diese schändlichen Schiffe brennen sehen. Na, was passiert jetzt? Okay. Leutnant, Captain Akaran hat Ihnen neue Befehle erteilt. Verstanden. Wo ist Elion? Der Feind hat uns unter Druck gesetzt. Wir wurden voneinander getrennt. Als wir die Angreifer endlich erledigt hatten, war Elion bereits tot. Etwas hat seinen Helm geradewegs durchbohrt. Ich hätte bei euch sein sollen. Ich wünschte, er hätte lange genug gelebt, um das Schwarmschiff brennen zu sehen. Ich habe 2 Jahrzehnte lang an Elions Seite gekämpft. Kein Hormagant hätte ihn töten können. Da unten ist Tödlicheres als Hormaganten. Es war eure Schuld, dass unser Trupp getrennt wurde. Er ist tot, Sergeant. Was zählt, ist die Pflicht. So schnell vergesse ich meine Brüder nicht. Ich muss los. Gute Jagd, Bruder. So lauten die Befehle, Decimus. Aber wozu die Geheimnistuerei? Die Befehle stammen vom Primarchen. Wir dürfen sie nicht in Frage stellen. Du darfst nicht mit. Leutnant, mir wurde gesagt, Sie seien zusammen mit Lord Kalga angekommen. Haben Sie mit ihm auf Vigilus gekämpft? Ich habe mir die Schlachtberichte mindestens 100-mal durchgelesen. Welch meisterhafte Verteidigung! Ich wurde anderswo gebraucht.
Ihr habt ungewöhnliche Einsätze hinter euch. Ich Glückspilz. Ich will einen Speer an dieser Position. Captain! Kommen Sie hier rüber. Captain, der Mechanikus ist in der Leitung. Der kann warten. Das ist Nosik Beta 12, ein Mechanikus Erzmagos. Er sollte eigentlich schon längst auf dem Schiff sein, aber er will Kadako einfach nicht ohne Daten aus seinem Labor verlassen. Er ist in dieser Basis der Imperialen Armee. Seine Anlage ist hier. Der Feind rückt immer näher. Die Basis wird schon bald überrannt werden. Nosik ist äußerst wichtig für uns. Beschaffen Sie die Daten und holen Sie ihn raus. Was ist mit dem Bergwerk? Wenn wir die Vorratstanks aufbrechen und den Fluss ins Tal leiten, können wir die Felder um die Basis entzünden. Wir kochen sie in Prometheum. Ich gebe Ihnen ein kleines Team, um Ihren Plan umzusetzen. 3 Männer. Mehr habe ich nicht für Sie. Übernehmen Sie das Kommando. Ja, Captain. Wir sollen Mechanikus-Daten holen? Wir sind Astartes. Titus Alirio, Abflug bereit machen. Bereit. So. Leutnant Titus? Man sagte, sie bräuchten uns, Bruder. Mein Trupp muss Daten aus einer Mechanikus-Forschungsanlage in Sektor 41a beschaffen. Ein feindlicher Schwarm droht sowohl die Anlage als auch eine östlich gelegene Basis der Imperialen Armee zu überrennen. Ihr werdet eine Prometheum-Raffinerie sabotieren, um ihn auszubremsen. Wir werden sie nicht enttäuschen. Diese dreckigen Xenos sollen brennen. Ich werde euch während des Sinkflugs einweisen. Bruder, Magos Galio wartet in der Rüstkammer. Verstanden. Wenn Sie keinen Pyroblaster für diese Aufgabe erhalten haben, dann holen Sie sich sofort einen aus der Rüstkammer. Ich stehen die hier so rum. Sie wollten mich sehen. Sagt Ihnen Ihr Status dazu? Ich kann mich nicht beklagen. Faszinierend. Prognosen zufolge gab es eine Wahrscheinlichkeit von 0,9%, dass Sie... Ich habe dringende Pflichten zu erfüllen, Magos. Verstehe. Aktivieren Sie das Rüstkammer-Terminal. Ich werde Sie für Ihre bevorstehende Mission adäquat ausrüsten. Wählen Sie Ihre gewünschte Ausrüstung und die Station wird sie Ihnen anlegen. Seit unserem letzten Treffen hat sich zwar vieles verändert, aber all das sollten Sie noch kennen. Der Omnisire hat uns von Anfang an Klarsichtigkeit geschenkt. Wir segnen diese Maschine, damit sie ihnen so dienen kann, wie sie auch ihm dient. Na toll, alle nicht verfügbar hier. Also dann geht's da drüben weiter. Bleiben wir mal bei der Waffe. Was heißt denn Vorschau? Achso. Okay. Und natürlich bei dem Kettenschwert. Das ist eine bessere Duellwaffe. Kettenschwert ist schon cooler. Titus, rechtschaffende Zorn, okay. Na ja, komm. Sieht minimal cooler aus.
Die Auswahl an Kriegsausrüstung wirkt unvollständig. Die Rüstkammer hat viel zu bieten, aber die vorgegebenen Optionen sind für die aktuelle Mission empfohlen. Also gut. Vielen Dank, Magos. Nennen Sie mich Galeo. Schließlich kennen wir uns schon ein Weilchen. Okay, wir haben... Ja? Wo ist Halle? Starthalle. Datablock. Okay. Da kommen also die Sachen hin, die wir finden. Heben wir einfach ab. Die Plage in einer einzigen Nacht ausgelöscht. Bruder Titus, Sie brechen zu einer äußerst wichtigen Mission auf. Sie dürfen auf dem Schlachtfeld unter uns keine falsche Entscheidung treffen. Mein Verstand und mein Ziel sind klar. Mögen die Leitsätze unseres geschätzten Primarchen Sie leiten. Ich werde Sie ganz genau beobachten. Ihre Worte werden mir im Gedächtnis bleiben, Ordenspriester. Aber die Pflicht ruft. Einsätze. Verschiedene Missionen, ne? Ich würde aber sagen, das machen wir beim nächsten Mal. Moment. Was habe ich jetzt ausgewählt? Jetzt doch da reingegangen. Versehentlich. Also die verschiedenen Klassen, die es gibt. Ich möchte gar nicht an Bord gehen. Das war wahrscheinlich das schnelle Spiel hier, ne? Wo ich aufgegangen bin. Na, das machen wir anders mal. Für heute würde ich sagen, oder für dieses Video, machen wir einmal einen Cut. Mal die erste Mission beendet, das Schwarmschiff in die Luft gejagt. Und genau, dann gehen wir beim nächsten Mal auf eine neue Mission. Ja, wie immer, lasst mir gerne ein Like da und auch einen Kommentar. Hilft immer sehr. Und ja, wenn ihr mögt, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Um es nicht zu verpassen, gerne auch abonnieren. Und dann würde ich sagen, erstmal vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.